Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmerunde von Octopath Traveler. Wir können endlich weiterspielen. Als erstes, keine Facecam, weil mein Zimmer sieht aus wie Sau. Ich habe eine neue Facecam, Weitwinkel, man sieht das gesamte Zimmer und das ist schlecht. Das habe ich nicht bedacht, als ich die eingerichtet habe. Darum gibt es heute in der Aufnahmesession und im Stream wahrscheinlich keine Facecam. Ich versuche das bis zum nächsten großen Stream, bis zur nächsten Runde, die ich hier mache, hinzukriegen. So. Okay. Stimmt, wir hatten eine Begleiterin, Ophelia. Ich erinnere mich wieder. Langsam kommt die Erinnerung wieder. So. Das ist die Map. Genau, also Ophelia muss hier unten hin. Empfohlene Stufe 23. Da muss Ophelia hin. Und wir müssen hier rechts rüber, ne? Genau, wir müssen hier nach ganz rechts rüber. Ich hätte ja gern ihn hier noch im Team, aber ihn kriegt man halt relativ spät. Wobei, hier haben wir bloß zwei Leute dazwischen. Wobei, ich halt gerne ihn hier hätte. Er war der Dieb, ne? Therion war so der Dieb. Ich überlege gerade, ob wir uns jetzt hierher porten, dann einfach nach links laufen und hier runter gehen, dass wir halt gleich erstmal hier hinkommen. Weil Ophelia ist ja mit Level 23, geht ihre Quest weiter. Und unsere, also die von Honey, geht ja erst mit Level 27 weiter. Wahrscheinlich müssen wir trotzdem mal eine komplette Runde rennen, ne? Ich glaube, um die komplette Runde ringsrum laufen, werden wir nicht kommen. Also ich hätte halt gerne Olbarik definitiv im Team. Und vielleicht ihn hier. Den Dieb. Wobei, war er der Händler hier? Er hier, ne? Alfin war, glaube ich, ein Händler, oder? Tressa war definitiv auch eine Händlerin. Aber was war denn Alfin? Irgendwie habe ich auch Kratzen am Hals und Husten schon wieder. Ich krieg die Krise, wenn ich schon dran denke, wieder krank zu werden. Habe ich gar keinen Bock. Und momentan ist ja mega Kälteeinbruch und alles. Und ich glaube, ich habe mir wieder was gefangen. Also wenn meine Stimme ab und zu einen kompletten Abgang macht, nicht wundern. Kann ich mich hierhin teleportieren? Wie konnte ich mich denn teleportieren nochmal? Muss ich aus der Stadt raus? Irgendwie konnte ich mich teleportieren. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich mich teleportieren konnte. Wir hatten aber... Er hat einen Stern hier. Warum hat er einen Stern? Wie schön, auf ein neues Gesicht zu treffen. Ich heiße Miles. Mir wurde vor kurzem die Ehre zuteil, in die Reihen der Ardante-Ritter aufgenommen zu werden. Mein verstorbener Vater, Ruhe in Frieden, gehört ebenfalls zu den Ardante-Rittern. Er wurde allerdings unehrenhaft entlassen, weil er mitten in der Schlacht Fahnenflucht beging. Selbst heute, nach so vielen Jahren, fällt es mir schwer zu glauben, dass diese Verleumdung wahr sein soll. Mein Vater hätte seine Kameraden niemals im Stich gelassen. Wir sollen herausfinden, was wirklich passiert ist. Oder auch nicht. Und da ist noch so ein Stern. Habe ich jetzt damit eine neue Quest? Wo sehe ich eigentlich meine Quests? Status? Ne, hier sind ja bloß wir. Warte mal. Ah. Verschiedenes. Einstellungsstudio. Nee. Journal? Nebengeschichten. Ach so, ist es aufgeteilt. Waldland von wir Frostland sind wir gerade, ne? Herr Miles, Diener der Flamme. Mein Vater wurde unerlässlich entlassen, weil er mitten in der Schlacht Fahnenflucht beging. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass dies wahr sein soll. Muss ich nochmal mit ihm reden? Und ich glaube, dass mein Vater vom Schlachtfeld geflüchtet ist. Wahrscheinlich müssen wir das annehmen und dann irgendwann können wir vielleicht... Ist das hier drin? Ah, das ist hier. Oder?
Gewissenhafter Schüler. Es hilft nichts. Ich verstehe es einfach nicht. Das war's. Es ist vorbei. Meine Forschung am Ende. Ich bin am Ende. Meine bisherigen Forschungen weisen eindeutig darauf hin, dass der Eisriese Jotun irgendwo in diesem Land haust. Aber ich finde keinen Beweis. Wenn es doch nur irgendeinen Beleg dafür gäbe, dann wären meine Jahre der Forschung nicht umsonst gewesen. Also wenn wir irgendwann den Eisriese töten und ihm das dann quasi bringen. Okay, gibt es hier noch irgendwo eine Quest oder so? Nee? Sie sind die einzigen zwei Quests aus. Okay, dann gehen wir jetzt mal raus aus dem Gebiet. Ich glaube, ich würde halt gerne links rum erstmal laufen. Einfach weil ihre Geschichte halt schneller, also eher dran ist. Und unsere halt noch ein bisschen vom Level her länger dauert. Hier sind wir gerade, genau. Es geht doch. Nein. Kann ich dahin reisen? Dahin kann ich nicht reisen. Ich müsste hierhin reisen. Ja, dann reiß mal dorthin. Und dann latsch mal nach Norden. Genau, latsch mal oben raus und dann passt das. Oh, warte mal, hier gab es auch eine Quest. Ich hab's gerade gesehen. Stopp. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Was hatte ich noch für Tiere gezähmt? Ach du Scheiße, gibt's hier drei Quests? Hi. Ja. Seid ihr auf Reisen? Ich in gewisser Weise ebenso. Mein Name ist Aslan. Ich habe das Gerücht über einen Monsterbändiger gehört, der in diesem Dorf leben soll. Ich möchte mehr über die Monsterbändiger erfahren, weiß jedoch nicht, an wen ich mich deswegen wenden kann. Ja, da kann ich dir doch erzählen. Ich finde, dass ich schon lange genug Lehrling bin. Es wird Zeit, dass ich das Jägerritual vollziehe. Aber ein Mann ist kein echter Jäger, solange er keinen großen Keiler erlegt hat. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich das allzu bald schaffe. Wir erlegen dir einen Keiler. Wer bist du? Ich würde gerne meinen Mann besuchen. Er arbeitet im Felsfall. Aber der Weg dorthin führt durch einen gefährlichen Wald und ich habe Angst, alleine zu gehen. Wenn ich doch nur jemanden finden könnte, der mich begleitet. Ich kann ihr aber auch nicht sagen... Achso, ja doch, ich könnte sie mitnehmen, ne? Wo ist denn Felsfall? Nee, Flammenhult. Was ist das hier? Felsfall. Sie kann ja mitkommen. Ich meine... Gezierte Dame, diese Person führen, ja. Möge die Flamme euch den Weg weisen. Bitte gestattet mir, mit euch zu kommen, gute Schwester. Okay. Die müssen wir dann irgendwo dort abliefern. Ihn müssen wir quasi mitnehmen, wenn wir einen Keiler jagen. Und mit ihm müssten wir mitnehmen, wenn wir quasi irgendwie ein Wildschwein jagen gehen, sozusagen. Dem Rest hat man, glaube ich, schon mal gesehen. Wir gucken mal, dass wir die Nebenquests machen können und nehmen die mit nach Felsfall. Wir gehen direkt bis zur Kreuzung und dann nach links. Hier hatte ich ja auch schon alles durchsucht in dem Wald, ne? Kann sein, dass die Musik zum... Ach, da war es zum Speicher. Mal speichern das mal kurz. Ja. Oh, wie viel Steuerung wieder reinkommen erstmal. So, jetzt gehen wir nach links. Okay, die andere kämpft nicht mit. Okay. Oh, was wieder reinkommt. Rufen, Klerikerfähigkeiten. Gezierte. Ah, okay. Wir können die jetzt benutzen zum Kämpfen. Das ist auch ein bisschen billig. Das ist aber ein bisschen. Puh. Heiliges Licht. Weiß nicht, ob die dagegen eine Schwäche haben. Dagegen wären sie schwach, ne? Jägerfähigkeiten. Kann ich schon? Warte mal. Ich kann es schon boosten. Okay, hält viel aus. Kriegen wir das jetzt weg?
Wie fällt das aus? Mal, welche habe ich noch? Bis den Rufen. Okay, ich habe noch einige. Stimmt, ich hatte Schattenirrlicht und so extra auch gefangen, ne? Schneefuchs, Wolf. Ja, die hatte ich extra gefangen wegen dem letzten Boss. Ich erinnere mich wieder. Okay, einer tot. Oh Gott, das heilige Licht. Ja, das hat reingehauen. Okay, das heilige Licht hat es vernichtet. Ich hätte auch die Begleiterin, die wir jetzt mitgenommen haben, zum Kämpfen rufen können. Das ist interessant. Das heißt, ich kann irgendwelche Leute einfach führen, die quasi mitnehmen und dann die für mich kämpfen lassen. Wie war denn das? Muss ich? Nee, ich bin... Nee, doch, ich muss mich heilen, ne? Ah gut, so viel Schaden hat Ophelia jetzt nicht bekommen. Tag. Wer bist du? Ja. Als Gelehrter der Naturwissenschaften streife ich umher, um die Gewohnheit wilder Tiere zu untersuchen. In dieser Gegend gibt es viele seltene Arten, eine äußerst anregende Umgebung. Okay. Laufe ich jetzt richtig? Ich muss mal eben gucken. Ich denke, ich laufe richtig. Oh, da war eine Kiste. Was haben wir denn hier? Hm, was hat die denn? Eine gezierte Dame ist nur... Ist ein Schwertnahkampf, okay. Das ging schnell. Au. Da würde ich sagen... Beziehungsweise Pfeilhage. Das war der, der alles trifft, ne? Okay, let's go. Wie viel oft habe ich jetzt daneben geschossen? Ich muss gleich mal den Sound noch leiser drehen. Wir drehen gleich den Sound mal noch leiser. Pfeilregen ist so... Okay. Kann ich denn mit heiliges Licht... Treffe ich nicht alle, schade. Wie viel halten denn die aus? Au. Au. Okay, Freunde. Machen wir das hier nochmal. Okay, der war geil. Okay, der war geil. Okay, der war gut. Das war richtig weggebasht gerade. Das war Granatapfelessenz. Okay, der war ein bisschen gut. Heilung. Regeneriert GP aller Verbündeten. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Inventar. Das war FP, ne? Okay. Da war eine Kiste. Ich habe es genau gesehen. Was Giftschlupfige Nuss? Was? Ich hab's noch halb gelesen. So. Oh, ich dachte, wir sind rübergegangen auf die andere Karte. Okay. Ihr wollt's nicht anders? Gut. Kriegt ihr. Ach, das war die Peitsche. Shit. Die halten halt echt viel aus. Das ist ein bisschen... Ich muss das machen. Ich habe das Falsche genommen. Okay. Wir hauen erstmal den einen weg. Sehr schön. Magie macht halt einfach so viel Schaden, ne? Jetzt frage ich mich gerade, auf der rechten Seite, wir haben auf der rechten Seite weitergegangen. Da käme der Gelehrte, ne? Jetzt würde mich interessieren... Was hätte er gemacht? Wahrscheinlich auch Magie, nehme ich an, ne? Hat es überlebt. Oh. Okay, reicht. Wenn wir jetzt über die Map gehen, müssen wir mal gucken, ob wir richtig laufen, aber ich denke schon.
automatisch jetzt speichern? Ja. Ja, ja, ja. Wo ist hier schon die erste Kiste? Eine Pflaume. Wo ist denn jetzt lang? Nördlich, sogar Weg nach... Okay. Felswall nach unten, also hier nach Süden. Also hier runter quasi. Achso, ja, hier geht's dann nach oben. Hier geht's dann so nach oben, okay. Also wir müssen nach Süden, ja, wir wollen nach Felswall. Das ist unser Ziel. Wow. Wie es immer zwei sind, ey. Das hat immer zwei gleich sein müssen, ist halt immer so. Okay, beide gebrochen. Heiliges Licht. Jetzt gehe ich erstmal, glaube ich, komplett auf den drauf. Aber ich hatte mir jetzt noch gebrochen. Perfekt. Warte mal. Ein bisschen mehr Schaden. Da nochmal. Und gebrochen. Jetzt hauen wir ihn, glaube ich, weg, oder? Ja, perfekt. Traubenessenz. Kriege ich die Kiste da? Okay, die kriege ich so oder so. Lichtkraut. Aber jetzt gibt es ja auch zwei Wege. Nach Süden war ja gesagt. Also nehme ich mal an, hier lang weiter. Gibt es im Wald nur Ratten? Boah, hier gibt es nur Ratten, oder? Habe ich nicht. Ach, ich habe vergessen, U zu drücken. Okay. Dann setzen beide schon mal eine Runde aus. Jetzt können wir drei Schläge machen und mit Glück. Perfekt. Muss die Gleise stecken, muss die Gleise stecken. Ich darf es nicht vergessen. Okay, 253 Schaden ist schon echt nice. Fit. Das sind die Kampfgeräusche, also Effekt. Moment. So, Einstellungen. Sound. Okay, mach mal so. Leiser kann ich den Rest leider nicht stellen. Ich hoffe, das geht jetzt so. Oh, warte mal. Ich habe es genau gesehen. Wo führt es hin? Oh, wo führt das hin? Pfad der Bestien. Gefahrenstufe 15. Ah, ich sollte vielleicht speichern. Der Pfad der Bestien. Hier bin ich, glaube ich, falsch. Oh ja, ich bin hier unten. Ich bin hier in einem Special-Gebiet. Stufe 15, das sollte ich vielleicht lassen. Ne, Gefahrenstufe 4. Ach ne, jetzt... Das, wo ich jetzt hingehe, ist Gefahrenstufe hier. Das andere ist 15. Wald der Bestien, das klingt nach dem, wo wir mit dem Dude mit dem Wildschwein hin müssen. Nördlicher Felsfallpass. Okay. Die Musik hat sich gleich gechanged. Oh, wie schön. Okay, das hat was. Okay, das hat was. Also die Musik ist ja mal mega gut.
Wo geht's jetzt hier hin? Felsfall geht's nach Süden, weil der südliche Felsfallpass. Gehen wir mal gucken, würde ich sagen. Gen? Was seid ihr denn? Ne? Neue Gegner? Sehr schön. Neue Gegner sind immer gut. Okay, leider nicht, keine Schwäche. Au. Gucken wir mal, ob Magie vielleicht anfällig ist. Nein, auch nicht. Scheibe. Dann würde ich sagen, testen wir was anderes. Ich könnte mir das hier mit Speer vorstellen. Schneefuchs. Ich könnte mir das hier vorstellen. Mit Speer. Oh ja. Speer ist gut. Und das hier vielleicht? Nee, normal ist nicht gut. Ich greife einfach das erste jetzt immer wieder an. Da hätte er nichts Effektives dagegen. Das trifft halt alle, das ist halt so gut. Au. 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 Ja, what the? Die können auch sowas? Das ist schlecht. Ja, zwei sind schon down. Dann machen wir nochmal heiliges Licht und dann sollte es da weg sein, oder? Ja, perfekt. Was war das? Oh, Level up. Nichts erhalten? Das ist aber fies. Warum habe ich nichts bekommen? Achso, Level up. Haben mich geheilt. Sehr schön. Hier geht's nirgendwo lang. Warte mal, da geht's nach unten. Boah, die sind übel. Vor allem hauen die immer zu dritt auf. Das ist halt schlecht und sie hat halt nichts dagegen. Kann ich die Dame? Kämpft die mit? Okay. Hat nur nicht viel gebracht, alles klar. Das Problem ist halt... Genau, das ist das Problem. Ich könnte sie boosten lassen, aber ja, Hauptsache irgendwie Schaden machen. Okay, sie macht auch mit. Die kämpft automatisch mit, okay. Jetzt gucke ich mal, ob das hier geht. Obwohl. Alles klar, war das ein Schaden, Lekumio? Der Schaden war insane. Okay, die kämpfen dann selbstständig so ein bisschen mit. Wie komme ich da runter? Geht's hier lang? Nee. Davon komme ich aber auch nicht runter. Hier oben steht eine Kiste. Ich will die Kiste. Aha. Oh fuck, was seid ihr? Der linke sieht krasser aus als der rechte. Das sind nicht dieselben. Klippenvogelrich 1, Klippenvogelrich 2. Der hier hat aber so eine Goldrüstung, ne? Es sieht krasser aus. Schwach, aber ist anfällig dagegen. Ich würde den linken sogar gerne fangen, wenn ich ehrlich bin. Aber hier müsste doch Dings gut dagegen sein, oder? Pfeilhagel. Warte mal. Da ging sie nicht anfällig? Okay. Gut, die machen Gott sei Dank keinen Schaden. Okay, das tut ein bisschen weh. Okay, also da ging sie nicht anfällig. Das ist ein bisschen... Nein, schon tot? Oh, die halten nicht viel aus. Das ist schlecht, dass sie nicht viel aushalten.
Oh, dagegen sind sie anfällig. Ich würde versuchen zu fangen. Bestes Wissen. Der Dings ist nämlich jetzt raus. Dann würde ich den fangen. Ist ein Angriff. Stärke, ja gut. Kann ich also mit austauschen später. Also wir haben ein bisschen was Neues. Aha. 1000. Oh. Was bin ich vor der Zion gegangen bin? Da kann man wieder sehen, man sollte alles überprüfen. Das ist... Hyje? Okay. Ja, so stark sind die halt hier alle nicht, ne? Ist halt... Nee. Nicht anfällig dagegen. Daneben. Scheiße. Ich probiere es erstmal mit... Oh, ja, sind anfällig dagegen. Gut zu wissen. So, brechen wir dich auch noch, da bist du schon mal raus aus der Nummer. Normaler Angriff. Keine Schwäche, leider. Ich würde gleich mal gucken, ob ich die fangen kann. Und was die für... Welche von den beiden könnte stärker sein? Na gut, die werden gleich sein, ne? Oh, Stärke 4. Giftiger Reißzahn. Ja. Okay, die fange ich. Bereits gefangen freilassen. Ja. Dann lassen wir hier den Klippenvogelrich wieder frei. Und da würde ich die andere vielleicht auch gerne noch fangen, muss ich sagen. Ob ich die andere auch noch fangen soll? So, hau mit dem Stab drauf ein. Genau. Ja, mit dem Stab draufkloppen, irgendwann geht's kaputt. Das ist eine gute Taktik, einfach draufhauen. So, irgendwann geht's kaputt. Dauert halt bloß ein bisschen. Okay, da rechts nochmal eine Kiste. Felsfallpass. Oh, die Stadt ist so auf so einem Podest oben drauf, so einem Plateau. Cool. Okay. Wo geht's hier links lang? Südlicher Fels... Fallpass. Warte mal. Ach, jetzt gehen wir daran vorbei. Nee, das will ich noch nicht. Okay, das heißt, hier kommen wir dann sowieso hin, weil wir hier weitergehen. Hier drüben war aber eine Kiste. Ah, da ist eine Kiste. Olive des Lebens. Ich würde mal eine einsetzen wollen gleich. Also eine Hyäne. Ich würde die mal einsetzen, mal gucken. Bestien wissen, Bestie rufen. Lachende Hyäne. Pushen wir? Wie viel Schaden hat die gemacht? Ich brauche noch eine davon. Oh mein Gott, ich brauche noch eine davon. Einfach draufschlagen. Bruch, sehr schön. Vor allem ist da halt Gift mit drin. Das mit dem Gift, dass die Hyäne halt Gift macht, ist halt eigentlich mega gut. Hätte ich ja noch eine von, muss ich sagen. Tu mal den Wolf raus. Mach's gut, Wolfi. Schade. Aber. Oh, Level 8, Ophelia. Sehr schön. Ophelia holt auf Schlafkraut. Heißt, Ophelia ist schon mal komplett geheilt wieder. Nice. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in die Stadt.
mag den Grafikstil so. Okay. Nochmal ihr. Ich push das jetzt mal nicht erst. Der linke hat darauf eine Schwäche für das Licht, ne? Bei dem rechten weiß ich es gar nicht, dass es echt ein anderer ist. Gucken wir mal. Ah doch, okay, der ist auch schwach dagegen. Aber es ist wirklich ein anderer. Ich würde mal... Alter, das ist nicht mal geplust gewesen. Also nicht mal gepusht. Wie viel Schaden macht das? Ich brauche mehr von den Hyänen. Oh mein Gott, ich brauche mehr von diesen Hyänen. Die sind ja scheiße strong. Okay, wir merken uns. Hyänen, mega gut. Also wirklich mega gut. Oh, Kiste. Dann sind wir in der Stadt hier oben, hm? Das ist ein schönes Gebiet, ey. Och, na, nicht die Dinger. Schön, die Hyänen könnten das wahrscheinlich relativ schnell wegmachen, aber... Habt ihr dagegen eine Schwäche? Oh, dagegen seid ihr auch schwach. Das ist gut zu wissen. Ja, sie hat leider gar nichts, ne? Sie greift einfach die an, die gebrochen sind. Da macht sie mehr Schaden. Nein! Ach, scheiße. Ich wollte vorne angreifen. Gut. Du legst dich wieder schlafen. Au. Okay. Au. Du haust auf den ein, weil der gerade gedamaged ist. Au. Bruch. Oh gut, der hinten ist schon weg. Das ist super. Perfekt. Jetzt nehmen wir den letzten. Brechen wir den mal. Ophelia haut mit dem Stock drauf. Und weg. Perfekt. Sehr schön. Felsfall. Und die Musik. Ah, oh, sieht das schön aus schon. Willkommen in Felsfall, der größten Siedlung im Klippenland. Die Musik. Oh, ich liebe es jetzt schon.